Ob Schwimm- oder Laufwettkämpfe bei den Olympischen Wettbewerben liegen zwischen den einzelnen Platzierungen teilweise nur ein Wimpernschlag. Und so kann das menschliche Auge oft gar nicht mehr beurteilen, welcher Sportler nun schneller war als der andere, weiter gesprungen ist oder weiter geworfen hat. Bei der Zeitmessung ging es früher um Zehntelsekunden, die man mit der Stoppuhr messen konnte. Inzwischen entscheiden manchmal nur noch Tausendstel. Und dafür braucht man Experten. Christian Beifuß hat einen von ihnen getroffen. Dieser Mann hat Zeit als Beruf. Alain Zobrist ist verantwortlich dafür, dass bei Olympia alles richtig gemessen wird und am Ende die richtigen Sieger gekürt werden. Gerade erst gab es in Paris ein spektakuläres Beispiel, den 100-Meter-Lauf der Männer. Mit dem bloßen Auge kann man nicht sehen, wer im Ziel vorn liegt, doch das Zielfoto liefert es ganz genau. 5000stel Sekunden Unterschied. Das Gold geht an Noah Lyles. Wir brauchen da spezielle Fotofinish-Kameras, die schießen 40.000 Fotos pro Sekunde dieser Ziellinie. Und als die Athleten da eingelaufen sind, war für uns ganz, ganz schnell klar, wer gewonnen hat. Das war sehr gut ersichtlich auf dem Zielfilm und eine schöne Sache für alle Beteiligten. Olympia ist undenkbar ohne Hightech, auch wenn sie oft gar nicht zu sehen ist. Auch beim Bahnradfahren wird jede Sekunde digital in ihre Einzelteile zerlegt. Jedes Rad hat Sensoren, jede Linie hat Kameras, die Zeitmesser haben alle Informationen. Für alles gibt es ein Backup, auch wenn der Strom ausfällt, wird präzise weitergemessen. Dahinter steckt eine lange Vorbereitung. Wir brauchen etwa 3 Jahre Vorbereitungszeit. Das heißt, immer nach den Spielen ist vor den Spielen. Wir sind mit einem Team von 550 Zeitmessern hier vor Ort. Mit etwa 350 Tonnen Material sind 10 Tage vor Beginn der Eröffnungsfeier angekommen, haben alles angeschlossen, getestet, verkabelt. Die Zeiten, in denen Stoppuhren das beste Ergebnis lieferten, sind bei Olympia lange vorbei. Hightech hat übernommen, es geht auch gar nicht anders. Höher, schneller, weiter. Bei Olympia geht es natürlich immer um Rekorde, Bestleistungen und Medaillen. Der Sport entwickelt sich immer weiter, die Technik muss da Schritt halten. Trotz der rasanten Entwicklung soll eines aber auf jeden Fall bleiben. Zur letzten Runde läutet eine echte Glocke.